Dies ist ein bemerkenswerter Tag für Weißwasser. Er wird in der Chronik besonders hervorgehoben werden. Nach unseren Recherchen ist es die erste offizielle Delegation aus der Volksrepublik China, die uns besucht. Sie kommen aus Guangxi. Hatten sicherlich eine gute Anreise. Das ist der erste Eindruck, den wir von Ihnen vermittelt bekommen. Sie sehen alle noch gut aus, haben die Reise gut überstanden. Ich darf Sie sehr, sehr herzlich in unserer Mitte, in unserer Stadt Weißwasser begrüßen und willkommen heißen. Begrüße Herrn Wang. Er ist Bürgermeister und Leiter der Delegation. Ich begrüße Herrn Li. Er ist auch Bürgermeister und stellvertretender Delegationsleiter. Ich sage das immer richtig, nicht das nur. Und ich begrüße sehr herzlich Herrn Luo. Er ist der Leiter des Verwaltungskomitees der Kurgegend von Mulanhu. Sehr herzlich willkommen, Herr Liu, der Abteilungsleiter. Soweit sind wir schon. Und ich begrüße auch Herrn Liu Nixin. Er ist Abteilungsleiter Bildungswesen der Botschaft in China, von China in Deutschland. Wir hatten ihn bei uns im Hause schon und kennengelernt. Eigentlich heißt es Lady First. Frau Li, seien Sie ganz besonders herzlich begrüßt, auch wenn Sie als Letzte in der Namensliste hier genannt sind. Sie ist die Dolmetscherin, die die Herren der Delegation begleitet. Ganz herzlich willkommen. Ich habe Sie, meine Dame, und Sie, meine Herren, uns vorgestellt und als Zeichen unseres Grußes an Sie, als Willkommensgruß, dürfen wir Ihnen einen Wimpel der Stadt überreichen. Der Chef der Mission, Herr Wang. Herzlichen Dank. Und es gibt noch einen Begrüßungspokal. Dieser ist aus Glas, weil die Hauptindustrie der Stadt Weißwasser Glas war. Das ist ein Stadtpokal aus Glas, er ist leer. Sollten wir zum Gegenbesuch zu Ihnen nach Guangxi kommen,
dann gehen wir davon aus, dass wir ihn gemeinsam lehren können. Wenn wir uns begrüßen, dann gehört es auch dazu, dass ich Ihnen die Damen und Herren aus unserer Stadt vorstelle, die hier mit Platz genommen haben, um Sie zu begrüßen bei diesem kleinen Empfang, den wir uns erlauben, Ihnen zu geben. Ich darf als erstes begrüßen Herrn Landrat Erich Schulze. Er ist der Landrat dieses Oberlausitzkreises, dieser kleineren Region, in der sich die Stadt Weißwasser befindet. Die Landkreise sind eine administrative Struktureinheit. Und die Städte und die Landkreise bilden über die Brücke des Subsidiaritätsprinzips eine gewissermaßen Symbiose. Der Landrat des Nachbarkreises Spree-Neiße war auch eingeladen. Er hat seinen Vertreter geschickt, Herrn Rönert. Er ist Amtsleiter für Wirtschaftsförderung. Er ist gewissermaßen das Pendant zu unserer Frau Kirchhoff, die Sie schon kennen. Das ist der Volksfural bei uns. Mitglieder unseres Stadtrates sind Frau Milosevic. Herr Waldau. Und Herr Olbricht. Sie sind also Vertreter des höchsten Organes unserer Stadt, des Stadtrates. Auf dieser Seite sitzt Herr Reck. Auch er leitet ein Dezernat, es ist das Baudezernat. Last but not least, Herr Bato ist Projektleiter der Gesundheitsregion Muskauer Heide. Auch Sie hatten miteinander schon Begegnung gehabt. Und er ist Hauptschuldiger an dem Zustandekommen dieser Begegnung und an dieser Entwicklung. Und auch eingeladen und der Einladung gefolgt sind die Vertreter der Presse, die Damen, die Dame und die Herren, die wir hier sehen. Das lokale Fernsehen wird Sie ständig visuell begleiten. Es bleibt nichts unbeobachtet, es wird aber auch nichts weiter gesagt. Wir glauben, dass die Presse interessant für unsere Bevölkerung informieren wird. Und es ist eine angenehme Begleitung durch die schreibende und die fernsehregistrierende Presse.
die also wirklich in dieser Weise Aufgaben in der Stadt wahrnimmt, wie es denn sein muss. Ihnen allen ein herzliches Willkommen nochmal. Gemäß ein Toast ausgesprochen werden, wir wollten miteinander kurz anstoßen, wenn der Sekt eingegossen ist. Und dann darf ich noch zwei Gedankengänge über unsere Stadt, über unsere Begegnung anschließen. Aber vorher ist es notwendig, dass wir etwas für gegen das Eintrocknen der Kehlen machen. Wie Sie wollen. Ich würde sonst, das heißt, ich würde sonst erst noch mal unsere Stadt uns vorstellen. Erst mal die Gläser in die Hände haben und dann. All right. Das Ausgleichs darf ich gleich noch ganz kurz für uns erklären. Wie gesagt, als Mitglied der Botschaft, als Angestellter der Botschaft der Volksrepublik China in Berlin, hat uns also, wie gesagt, im Vorfeld der Begegnung schon besucht. Wir haben Verschiedenes miteinander abgestimmt, vorgesprochen und alles weitere werden wir ja dann heute im Laufe des Tages sehen. Dieter Lössner? 刚才那个大家背上伟大的结果把自己忘了，他这市长叫什么？Und also der Oberbürgermeister der Stadt Weißwasser. 是百个市里一把手，是市长。So, das muss es halt auch muss einmal gesagt werden, nicht wahr? Unbedingt. Wir verteilen keine Nummern. Es kann also festgestellt werden, dass der Sekt eingeschenkt und ausgeteilt ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen unserer Delegation aus Huangpi. Mögen Sie sich in unserer Stadt wohlfühlen, mögen wir miteinander eine angenehme und schöne Begegnung haben.